Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Ratute, beim Clan Spätzle mit Soße. Und ja, es geht endlich los. Der Hype hat kein oder nimmt kein Ende. Endlich ist das neue Rathaus da, Rathaus Level 12. Dann würde ich mal sagen, wir klicken auch einfach mal auf Los. Ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt erwartet. Oh, es geht erstmal zu einem YouTube-Video, auch nicht schlecht. Rathaus Level 12, okay, startet mit einem Video, ist ganz witzig, aber im Moment, muss ich mal so sagen, möchte ich gar kein Video haben hier. Wie kriege ich das jetzt hier weg? Da muss ich mal eben schauen. Okay, so auch nicht. Merkwürdig. Und ihr seht mal wieder, ich habe den Client auf Deutsch und es ist unglaublich, nichts von Rathaus 12 hier. Wir Deutschen werden irgendwie so ein bisschen vernachlässigt und ihr seht das in den News hier, das ist noch der Update-Stream von gestern Abend. Ich hoffe, es hat euch dort gefallen, was der Olli und meine Wenigkeit dort moderiert haben. Und ich kann euch aber sagen, als Feedback mal an euch, euch gehört der Daumen, euch gehört das Lob. Wir haben uns super gefreut, dass wir so viele und so agierende Zuschauer hatten. Also kann ich euch auch nur nochmal von Olli sagen, wir haben heute Morgen schon ein bisschen nochmal darüber gequatscht und wir waren wirklich, wirklich danach super im Hype und waren total zufrieden, dass das so gut geklappt hat. Also nochmal ein Daumen, aber diesmal für euch, an die Community vom Sky und von mir. Ihr seid wirklich spitze, ihr seid wirklich klasse. Aber ihr seht das, es gibt hier kein Town Hall 12 Update, es gibt hier auch nichts Großartiges für mich im Shop, deswegen stellen wir den Client eben einmal auf Englisch, damit wir wenigstens so ein bisschen Rathaus 12 Feeling jetzt mal reinkriegen, denn schöner neuer Ladebildschirm hier, habt ihr auch gesehen, und jetzt sieht das Ganze schon so ein bisschen anders aus. Hier muss ich hinklicken, denn hier gibt es jetzt die wirklichen News, also Town Hall 12 available now, und hier gibt es natürlich auch die Patch Notes dazu. So gehört sich das eigentlich auch. Ich weiß nicht, warum Supercell das irgendwie nicht so schnell hinbekommt, dass man die Übersetzung nicht schon vorher macht. Ich meine, die News im deutschen Client sind wirklich alt. Aber hier könnt ihr nochmal alles nachlesen. Ich meine, es ist in Englisch, aber im deutschen Blog von Clash of Clans werdet ihr auch fündig. Dort ist nochmal alles erklärt und ich glaube, es ist auch alles so umgesetzt, wie es dort erklärt wurde. Und was haben wir eigentlich vor? Wir wollen natürlich auch mal in die Clanspieler reingehen, denn hier soll ja jetzt mal was ganz Neues drinstehen, aber man kann ja immer noch nicht in den Clan gucken. Eigentlich wollten sie das doch ändern, vielleicht erst bei den nächsten Clanspielen, dass man hier sehen kann, wer hat eigentlich wie viele Punkte gemacht im Nachhinein schon. Und ihr seht das, was es alles gibt, beziehungsweise auch mal bei uns gibt. Ja, tatsächlich bin ich immer noch recht voll von den Tränken, aber ich würde gerne diese Potions, glaube ich, nehmen, damit ich meine Bauarbeiter nämlich frei bekomme. Deswegen fangen wir hier mal an. Wir nehmen hier das Boost-Teil. Wir nehmen diesen hier. Wir nehmen den da. Oh, dann kann ich den schon gar nicht mehr nehmen. Okay, dann nehmen wir den da nicht. Dann nehmen wir hier, ich nehme das Elex, ich nehme nicht das Dunkle, ich nehme das Elex tatsächlich. Die kann ich hier unten jetzt immer noch nicht nehmen. Warum eigentlich nicht? Warum kann ich die hier unten? Ach so, die hier unten will ich ja auch gar nicht. Stimmt ja auch, ich will ja auch die haben. Ich nehme das Schwertbuch für eine Truppe. Ich nehme das, ja, ich nehme das Heldenbuch, weil ich habe jetzt gleich nochmal drei Tränke. Das sind nochmal 30 Stunden und ich nehme hier nicht die Rune, sondern ich nehme hier unten das Universalbuch. Aber irgendwas passt ja nicht. Ja, ach so, ich habe aus dieser Riege hier jetzt gar nichts genommen. Dann nehme ich doch mal, doch habe ich doch. Ach, hier habe ich nichts rausgenommen. Okay, hier habe ich nichts rausgenommen. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier auch ruhig mal das Gold. Wir nehmen einfach mal das Gold mit. Wir packen das mal in unsere Clan Castle, denn die ist nicht ganz so voll. Ich habe meinen letzten CK-Angriff ein bisschen vergeicht. Dadurch werde ich es jetzt so ein bisschen wieder auffüllen. Ah, hier sehen wir das jetzt. Hier sehen wir die Clan-Results. Hier kann jeder nochmal nachschauen, wie habe ich eigentlich abgeschnitten. Wir haben die anderen abgeschnitten, 2370. Das ist stabile Mitte, würde ich sagen. Und ja, dann gehen wir jetzt endlich mal hier ins Feld rein. Also Clan-Spiele sind vorbei. Und gehen wir hier jetzt mal ins Feld rein, denn wir wollen natürlich unser Rathaus updaten. Können wir im Moment noch gar nicht machen. Ich habe gar nicht mehr genug reingefarmt. Das ist natürlich ein bisschen dösig, aber das Ding müsste eigentlich... Es ist etwas drin, jawohl. Es ist etwas drin, das nehmen wir uns auch. Und damit haben wir die 10 Millionen und können ja jetzt in jedem Fall unser Rathaus updaten. Das werden wir jetzt auch tun. Ich habe hier den Magic Items, das habt ihr gerade, glaube ich, gesehen.
habe ich auch zwei Bücher. Ich habe einmal das Universalbuch zum Bauen und ich habe auch das Baubuch zum Bauen. Also auch nicht schlecht. Das hauen wir in jedem Fall raus. Und wir wollen aber, ihr seht das hier, das ist auch eine Neuerung. Es kommen ja Neuerungen ohne Ende. Das finde ich wirklich, wirklich super. Man kann die Clanbook jetzt, wo ist sie? Hier ist sie. Man kann die Clanbook jetzt schlafen legen. Dann sieht man da dieses Zeichen. Also die Pen jetzt. Meine Loons Pen. Oh, nicht schlecht, ne? Oder was habe ich da drin? Ich muss mal gerade gucken. Ja, ich habe da Loons drin auf Level 7. Okay, auf Level 7. Ist aber nicht so schlimm. Ich brauche die nicht auf Max-Level. Ich habe noch die Armee von gestern gebaut. Und ihr seht das hier. Ich habe noch keine Siege-Maschinen. Siege-Maschinen, Unlock at Town Hall 12. Level 12. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir die nicht auch noch hier mit reinkriegen. Aber erstmal, denke ich mal, müssen wir unser Town Hall hier haben. Wir ziehen das jetzt einmal auf Level 12. Ihr seht das, 14 Tage läuft es nur. Also entgegen vielen Behauptungen, es würde 16 Tage laufen. Ich glaube, das war so aus den ersten Sneaks. Da lief das Ding 16 Tage. Es gibt neu die Maschine, es gibt einen Tesla, zwei Sprungfall, eine Riesenbombe und zwei Luftfallen. Wunderbar. Da stoßen wir erstmal an. Wir können jetzt finishen direkt mit dem Baubuch. Das ist nicht schlecht. Das, ja, machen wir auch. Ich würde sagen, die 14 Tage, dafür war das Baubuch auch da. Oh, your town hall now fires back at attackers. Okay, er schießt zurück. Krass. You can upgrade the weapon to make it more powerful. Okay, also wir können das ganze Ding nochmal updaten und ihr seht das hier, würde kosten 600.000 nochmal zwei Tage. Dann ist ja wahrscheinlich, das Rathaus ist ja da, aber die Belagerungswaffe, nicht die Belagerungswaffe, der Tesla ist dann wahrscheinlich untätig. 6 Millionen, das geht eigentlich, das hält sich in Grenzen, da hätte ich jetzt etwas mehr erwartet. Und jetzt sehen wir auch hier, dass sich im Shop etwas getan hat, nämlich, ah, schönes, nettes Pack. Da muss ich mal eben tief Luft holen. Aber kaufen werde ich es nicht. Ich werde das Pack nicht kaufen. Ich habe schon, ich will nicht sagen, genug Geld hier reingesteckt, aber ich habe gedacht, für Town Hall 12 investierst du mal nicht. Ich habe damals bei Town Hall 11 investiert. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns erstmal das, was wir hier neu bauen können. Es ist der Hidden Tesla. Den kann ich im Moment nicht bauen. Ich habe nicht genug Gold. Aber wir haben schon mal zwei neue Sprungfallen. Die packen wir uns erstmal hier hin, damit wir das auch sehen, was ist denn eigentlich neu. Zwei Sprungfallen kriegen wir neu dabei. Wir kriegen eine Luftmine dabei. Dann war da, glaube ich, noch eine schwarze Mine dabei. Jawohl, eine suchende Luftmine war hier noch bei. Und was ich besonders schick finde, eine Riesenbombe. Eine Riesenbombe, die werden wir auch, glaube ich, relativ zügig hochleveln. Eine Riesenbombe, die packen wir auch hier so hin. Also die Sachen gibt es dazu. Und ich kann den Tesla, kann ich den jetzt eigentlich nochmal bauen? Die Treasury, ja, ich habe ja noch ein bisschen Gold und ein bisschen Elex. Also ein ganz kleines bisschen geht, wenn auch nicht wirklich sehr, sehr viel. Also könnte ich in jedem Fall raushauen. Ich habe im Moment nur keinen Bob frei. Einen haben wir noch frei. Den machen wir auch, diesen einen. Dafür müsste ich eigentlich, genau, das Ding hier 6 Tage. Da müssen wir erstmal Platz für schaffen. Das solltet ihr vielleicht vorher machen und nicht so dastehen wie der Toto jetzt gerade. So nach dem Motto, jetzt willst du hier was bauen und hast gar keinen Platz dafür. Das ist natürlich wirklich doof. Hier oben vielleicht in der Ecke. Das Bild läuft hier im Moment nicht mit. Hier oben, da geht's rein. Okay, hier geht's rein. 6 Tage, solange will ich darauf natürlich nicht warten. Dafür habe ich das Buch hier, das Universalbuch. Wir hauen auch das gleich raus und haben sofort hier die Siege-Maschine und können jetzt auch was bauen. Train Troops. Okay, wir können jetzt also das Ding schon mal bauen und den können wir erst bauen, wenn wir... Was müssen wir denn dafür eigentlich tun? Overview in Battle. Ach so, okay. Okay, das heißt also, wie lange dauert das Ding? Der dauert ja nicht so lange. Mensch, 20 Minuten, easy peasy. Ich würde sie aber trotzdem gerne mal sehen. 20 Minuten, Leute. Okay, ist aber auch ein seltenes Ding. Welche Neuerungen wir hier noch haben, das sehen wir jetzt gerade, denn ich habe meine Army fertiggestellt und ihr habt bestimmt gesehen, ich hatte eben noch einen Zauberplatz. Der Freeze-Zauber hier beansprucht nur noch einen Platz und auch das Icon hat gewechselt. Das war ja früher so eine breite Pulle, jetzt ist das auch so eine schmale Pulle. Und ihr seht das hier, der kann auch ein Level hochgehen. Genauso wie der Skelettzauber, der Boom, der muss bei mir noch auf 4 laufen. Danach läuft er auf 5. Das sind also die einzigen beiden Zauberneuerungen hier, die wir zurzeit haben. Train Troops, da kann ich im Moment tatsächlich zwei Truppen machen. Also mit Labor Level 9 könnte ich die Barbaren machen. Halt, hier unten ist das Labor, entschuldigt bitte. Könnte ich die Barbaren machen und auch die
Bogenschützen, aber ja, ich denke mal, das sind nicht so meine bevorzugten Truppen. Das wisst ihr auch. Ich habe hier jetzt auch noch ein Buch. Ich könnte also das Ding fertigstellen. Ich weiß es noch nicht. Wir bauen jetzt erstmal eine Belagerungswaffe. Ich hoffe, dass ich jetzt auch mal eine kriege, dass irgendwann mal jemand eine fertig hat. Und dann machen wir natürlich auch noch ein bisschen Clash of Clans hier. Wo haben wir denn eigentlich noch die anderen Neuerungen? Ich glaube, das war ja hier in den Settings. Yo, change name. Ich habe sowieso einen umsonst. Ja, also ich habe einen umsonst. Wenn ich hier jetzt also sage continue, ihr seht das, ich brauche auch noch nichts blechen. Denn ich kann meinen sowieso noch einmal umbenennen. Brauche ich also im Moment nicht. Filter Chat hatten wir schon. Personal Shop ist bei mir on. Aber ihr seht hier die Neuerung. Army, Shield and Guild, Guard. Könnt ihr euch jetzt alles einzeln melden lassen. Das finde ich sehr, sehr gut. Denn ich habe das eigentlich bei mir default aus. Und so kann ich mir jetzt die einzelnen Sachen zeigen lassen. Für Legendenspieler ist sicherlich interessant, diese Funktion hier anzulassen. Wann läuft mein Shield und mein Guard aus? Also schönes Ding hier. Gefällt mir. Das fiel ja unter dem Punkt Annehmlichkeiten und so ganz Kranke gibt es hier auch, kann ich euch sagen. Wartet mal, es gibt schon welche, muss ich einfach mal erwähnen, wie den Swash. Der Swash hier hat nämlich, glaube ich, auch schon die Clanburg fertig. Er hat die Clanburg schon fertig, hier seht ihr sie. 40 Platz ist natürlich nicht schlecht und auch er hat schon den Workshop hier am Laufen, okay, und er ist auch schon fleißig am Pumpen, jawohl. Es läuft in jedem Fall. Was ja noch so ein bisschen offen war, waren die Preise hier bei Clash of Clans. Was kostet eigentlich was? Ja, also Armeelager kostet 9 Mille, können wir uns also leisten, ohne den Pott hier abzudaten, beziehungsweise ohne unsere Lager erstmal abzudaten, aber die Clanburg kostet 12 Millionen und die 12 gehen hier oben ja im Moment nicht rein. Das heißt, wir müssen den Fokus hier auf unseren Gold Storage setzen. 5 Millionen. Wieso kann ich die denn eigentlich fillen? Ich habe doch gar keine Rune des Elexes, oder? Wahrscheinlich werde ich dann an den Shop verwiesen, weil ich habe eigentlich gar keine Elex-Rune. Ich habe hier nur eine Goldrune. Aber der Händler hat ja auch wieder neue Sachen für uns. Ja, ihr müsst mir das jetzt mal gestatten, dass ich mal ein bisschen mehr quatsche. Der Händler hat hier auch ein bisschen mehr für uns. Oh, guckt mal, eine Rune auf Elixier. Heieiei, 1500. Und ich habe hier eigentlich eine ganze Menge Gems. Muss ich mal so sagen. Auch da muss ich nochmal 10 Stunden drüber schlafen, dann habe ich noch 59 Minuten Zeit, mir das Ganze zu überlegen. Finde ich wirklich, wirklich gut. War aber auch so angekündigt. Und mal sehen, ob wir nicht auch unsere erste Kaserne irgendwann mal machen. Aber ich brauche jetzt erstmal Bauarbeiter. Denn mit 4 Millionen ist die nicht so stark. Dauert 12 Tage, ist auch in Ordnung. Ich mag das Design ehrlich gesagt nicht mit den Antennen da drauf. Aber das ist auch Geschmackssache. Und deswegen würde ich sagen, ja, machen wir erstmal, glaube ich, einen Kampf. Ich habe gerade noch mal zurückgerudert, sorry Leute, aber einige schreiben hier jetzt, Leute, was ist denn hier los? Ja, was ist hier los? Guckt euch das an. Woche Urlaub ist hier los. Ist das genial. Ein Game Collector Boost, also Minen und Sammler für ein Game Boosten 7 Tage lang. Dann haben wir ein Game Army Boost vor allen Dingen, also viel schneller die Truppen machen. Wir haben den Deep Discount. It's time to get the years of war cranking with the release of Town Hall 12. Also alle Truppen kosten um 50% weniger, 7 Tage lang. Es ist der Hammer. Und vor allen Dingen Fun for One. During this event, all Khan Class of Troops, Spells and Siege Machines donations will be discounted to the low price. Also, wenn ihr hier etwas spenden wollt, mal sehen, ob wir das noch machen können. Wir können ja hier auf Quick Donate gehen. Dann kostet alles nur ein Gem. Es ist genial. Das ist wirklich genial. Ich weiß, mit Gems jetzt hier etwas spenden. Komm, wir spenden ihm hier mal eine Maschine. Das gönnen wir ihn einfach mal, denn 20 Minuten läuft das Ding ja. Also ich find's wirklich, wirklich krass. Es ist der Hammer. Und aber jetzt suchen wir einen Gegner. Wir sind voll im Event. Wir sind voll im Rathaus 12,5. Let's go. Jo, und hier haben wir unseren ersten Gegner gefunden und wir sehen jetzt auch schon die erste Neuerung hier unten, nämlich die Sache, die ich gestern mal angesprochen habe im Livestream, dass man hier unten so ein bisschen was aus dem Nachtdorf rausgenommen hat. Das heißt also, man hat hier diese Funktion des Wechselns reingenommen. Ich kann also die ganz normale Clan Castle nehmen, da habe ich ja Loons drin, das habt ihr gesehen. Ich kann aber auch die Maschine hier nehmen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. In der Maschine sind ja Loons drin und ich meine, die Maschine wird ja Richtung Rathaus pesen. Mal sehen,
sehen, ob wir da irgendwas in der Mitte mitnehmen können. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ist denn eigentlich die Queen? Okay, die hampelt darum. Also ich habe noch die Armee von gestern ausgebaut. Ja, ist vielleicht nicht so dolle, aber mal gucken. Ich habe jetzt ein Friesbell dabei. Ein Fries, ein Gift. Ich finde schick. Mal sehen, was dabei rauskommt mit der Armee von gestern, mit den Drachen, mit den Loons und den drei Hunden. So, jetzt schicken wir die Hunde hier mal rüber. Ich kann das Ding hier noch nicht als Luftschiff machen. Ich glaube, Luftschiff kann jetzt noch keiner bauen. Dafür muss, glaube ich, einer das Ding schon auf 2 haben. Im Moment hat das ja keiner. Oh, ich muss meinen Warden hier auch mit reinschicken. Und dann machen wir die ganze Meute hier jetzt mal so ein bisschen wütend. Das, was ich auch eher selten gearbeitet habe, ist mit dem Klonzauber hier. Das seht ihr. So, einmal den hier gezündet. Und mal gucken, wo wir jetzt gleich auch mal unseren Friespell ansetzen. Ich hätte mal fast gesagt, wir setzen den mal da an. Ach so, ich muss die jetzt auch rauslassen, die Jungs. Ah ja, habt das gesehen unten? Ich muss sie auch rauslassen. Und Junge, da habe ich jetzt gar nicht mehr so ran gedacht. Also hier nochmal den Wutzauber gesetzt. Wir nutzen hier alles. Wir hauen hier alles raus in diesem Angriff hier. Und ich bin geflasht. Ich bin geflasht, nicht weil der Angriff natürlich was wird, aber alter Falter, Donnerwetter mit der Maschine, da muss man sich erstmal an gewöhnen, dass man da auch nochmal drauf liegt. Also quasi nochmal die Fähigkeit und echt krasses Ding. Also ich freue mich total, das hört er auch. Ich habe auch von ganz, ganz vielen heute in den sozialen Medien, in denen ich so ein bisschen abhänge, gesehen, Mensch, ich habe jetzt wieder total Bock. Also der Hype ist wieder da und er wird auch lange, hoffe ich mal, andauern. Denn das 12er auszubauen, das wird ja auch dauern, außer du nimmst jetzt ohne Ende Gems. Aber erstmal wird das natürlich sehr, sehr lange dauern. Wir lassen unsere beiden Jungs und Mädels hier unten, die jetzt leider auch nicht mehr Max-Level sind. Also bei mir konnte ich die jetzt doch nicht so doll auf Max-Level nehmen. Achso, All Forces deployed. Ja. Ich habe alles deployed hier und konnte jetzt nicht alles so lange als Max-Level genießen. Ist aber nicht so schlimm. Ich freue mich einfach, dass es hier im Spiel so ein bisschen weitergeht. Ein Angefangener gemacht hier mit unserer Maschine. Sauber. Saubere Sache in dem Event hier. Und jetzt habe ich das Event. Ah, ich habe neu installieren müssen. Ja, das mache ich mal never, weil ich habe schon so oft dem Spiel hier 5 Sterne gegeben. Also wir boosten für ein Gem. Jawohl. Und der Boost hält jetzt eine Stunde. Okay, für ein Gem eine Stunde. Alter, ihr wisst, was dabei rauskommt, ne? Boost all 7 Stück, das gönnen wir uns. Für einen Tag, das gönnen wir uns hier jeden Tag, die 7 Stunden. Also das ist echt, echt genial. Kann man nicht anders sagen. Muss ich die hier extra boosten? Ah, okay, ich kann nur mit dem Trank Boost All machen, aber den Trank brauche ich ja jetzt mal wirklich nicht. Kann ja jetzt auch jeden Helden anstoßen. Das ist egal hier. Ich will ja gleich wieder weiter angreifen. Also Leute, das ist der absolute Wahnsinn hier, was gerade bei Clash of Clans geht. Und wir haben hier unsere zweite Armee schon am Start. Ihr seht sie schon. Sie sind wieder da und deswegen machen wir gleich auch ganz, ganz sicher einen zweiten Angriff. So, und meine erste Maschine habe ich jetzt auch schon mal fertig. Also der Rambock hier sieht schon mal echt super aus und die Pläne liegen bereit. Das Ding wird natürlich auch abgedatet, gar keine Frage. Und mir ist aber eben noch eine Sache aufgefallen, denn die Leute, die jetzt abgedatet haben, also wenn ihr im Clankrieg seid, dann solltet ihr auch einmal auf das Ausrufezeichen klicken, denn ihr müsst eure Base natürlich neu bauen. Also denkt bitte dran, die neuen Sachen da reinzubringen. Und ich bringe jetzt trotzdem noch eine neue Sache schon mal rein. Ich kann nämlich den Tesla bauen. Oh, der passt da wunderbar hin. Also einen Tag hauen wir den Tesla hier nochmal raus. Und jetzt habe ich alle Bauarbeiter beschäftigt. In 42 Minuten ist allerdings mein nächster schon wieder fertig. Also gibt es zu tun ohne Ende. Und ich nehme die Pullen hier dann, denke ich mal, irgendwann im Laufe des Tages. Aber erstmal wieder Gegnercheck. Wir haben auch jetzt wieder was in der Clanburg. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Oh, ich bin auf einem neuen Emulator umgestiegen. Und der, ah ja, da, jetzt reagiert er etwas besser. Das ist schon genau einer für meine Armee hier. Wunderbar. Wunderbar, genau für meine Armee. Wie gemacht hier, schöne ausgestorbene Base. Ihr habt ja auch gesehen, ich habe schon noch ein bisschen gedroppt. Gar keine Frage. Und also die Kobis sind wieder dabei, habe ich euch auch gestern, glaube ich, mehr oder weniger schon versprochen. Damit farmen wir natürlich wieder beste Truppe ever hier. Und
ich habe das ja mal so scherzhaft Lazy Farming genannt, ist echt nach wie vor, dafür sind die Kobolde da, Leute. Viele leveln die gar nicht, sondern sagen, nee, ich mache alles mit Barge, aber billiger kann man es nicht haben. Ich meine, die Riesen kosten jetzt was, aber jetzt kostet ja sowieso alles nur die Hälfte. Also farmen wir uns alles voll hier, was geht. Gar keine Frage, das Dunkle werden wir uns auch holen. Da nutzen wir nämlich gleich mal unsere Maschine für. Ich finde das so gut. Wir haben hier eben schon herzlich gelacht über die Wiederholung. Ihr könnt ja jetzt alle 5 Minuten mit euren Angriffen angeben. Finde ich auch sehr, sehr gut. Oh, ich habe hier keine Riesen mehr. Ich will hier auf jeden Fall den dunklen Bohrer haben. Jawohl. Da ist der jetzt schon unser. Ja, die können schon ein bisschen ganz gut was ab hier, die kleinen Kobis. Und ich glaube, das Lager können wir uns mal so holen. Und das Lager würde ich natürlich gerne haben da. Nehmen wir auch mit. Da gibt es jetzt nur normalen Schaden. Ah, jetzt muss er doch. Manchmal muss er halt doch einen Riesen nehmen. Der geht jetzt natürlich dahin. Okay. Der Magerturm macht dann natürlich immer meine kleinen Kobis zunichte, aber den schafft er jetzt nicht. So, Erdschmann. Wie können wir denn jetzt eigentlich hier vorgehen? Schaffen wir das da rein? Oh, ich hab keine. Ich sehe es jetzt gerade. Ungünstig. Dann nehmen wir uns lieber den dicken Pott. Er hat ja noch ein bisschen Gold hier außen für uns. Ich habe gar nicht mehr so viel Kobolde, weil ich die Jungs hier noch habe. Also zweimal den hier. Schön das Elex wegnehmen. Jawohl, das klappt auch. Und ich würde sagen, wir gehen hier oben. Ja, wir opfern mal hier oben vieles. So, die olle Maschine damit rein. Das ist echt göttlich. Das ist wirklich ein super Tank. Und den Packer hier mitgezogen. Dann nehmen wir Queen hier mit rein. Oh, ich habe gar keinen Warden. Mein Warden war noch nicht. Leute, die Maschine. Ich kann sie jetzt alle rauslassen. Ist das geil. Jawohl, Attacke. Komm, mach da richtig Tumult in der Base. Jawohl. Alter, ist das heftig. Ist das hier heftig. So, King und Queen. Das Ding haben wir auch. Donner Wetter. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen Elex mit. Ich glaube, Gold kriegen wir jetzt wohl nicht mehr. Wir kriegen jetzt schon ein bisschen Beschuss. Aber ihr seht da die neuen Riesen. Da ist ein neuer Riese gerade so mit dazwischen. Also man hat mir eben so ein paar Riesen hier gespendet. Richtig, richtig krass. Und ich würde sagen, wir verbrauchen unsere Helden hier nicht ganz. Ah, hat sich doch gelohnt. Super Sache. Farm läuft. Farm läuft richtig gut. Und wo sind meine Lieblinge? Hier unten sind sie. Spells habe ich jetzt da so gut wie gar nicht verbraucht. Wir nehmen noch mal einen Wut mit. Ich glaube, einen Wut haben wir gemacht. Es ist echt der Hammer. Kann man nicht anders sagen. Und die hier gemme ich mir mal gerade, denn das Witzige ist ja auch Bodenwutmaschine. Man kann jetzt immer schön die Maschine mit reinnehmen. Ich finde das total öcki. Also der Tag wird auf jeden Fall ausgefüllt sein. Der Abend wird ausgefüllt sein. Denkt bitte an eure CK-Bases, dass ihr da die neuen Sachen reinpackt. Das mache ich jetzt auch. Ich hoffe, das bisschen Gefarme hier und die Vorstellung vom Rathaus 12 von mir hat euch gefallen. Und wir werden in jedem Fall etwas mehr sehen. Ich werde mal sehen, dass ich meine Bobs hier freikriege. Wir sehen natürlich auch wieder Clankriegs hier. Angriffe mit den neuen Truppen hoffentlich. Mit der neuen Siege Machine jeweils damit rein. Die werden ja viele jetzt haben. Und bis dahin, euer Toto. Clasht.